Hallo Afobs, willkommen im Nockenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Dirk, hi. Und heute ist mal wieder eine Entwickler-Talk-Folge dran. Genau. Ausnahmsweise mal nicht draußen, weil wir brauchen ein paar Sets. Es ist kalt vor allen Dingen. Ja, das auch. Kalt und nass und da bleiben wir lieber im Studio. Ja. Und, hier ist warm. Wir brauchen ein paar Sets, genau, denn heute geht es um das Thema Recherche. Also für Sets, genau. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Idee haben, was wir gerne hätten für ein Set, das überlegen wir uns vorher. Das könnte vielleicht mal Thema eines anderen Entwickler-Talks sein oder so, wie wir da die Ideen für... Das können wir auch mal machen. Hier geht es jetzt erstmal darum, was machen wir denn, wenn wir jetzt eine Idee haben und wollen sie umsetzen. Ja. Weil das ist ja immer, das ist ja auch nicht ganz einfach immer. Und wir haben mehrere Varianten, deswegen haben wir hier ein bisschen was aufgestellt. Wir haben hier natürlich einmal Pro-Produkte, Lizenzprodukte. Da ist das natürlich mit der Recherche nochmal eine andere Sache, als wenn wir jetzt hier so eine Windmühle oder da so eine moderne Yacht. Genau, da ist man eigentlich ein bisschen freier, was die Gestaltung angeht. Genau, und da wollen wir euch einfach mal ein bisschen was zu erzählen, wie wir da so rangehen. Ja. Und Dirk hat da auch so einen Zettel mal genau, probiert, also weil wenn wir die Idee haben und dem Designer sagen, was wir haben wollen, dann suchen wir uns Quellen raus zu den einzelnen Sachen und das können bei einer modernen Segeljacht bei einer modernen Yacht oder einer modernen Segeljacht gucken wir zum Beispiel uns ein paar Beispiele an und sagen ihm grob, was wir da haben wollen. Oder es geht halt um was Konkretes, wie zum Beispiel das Shuttle aus TOS. Und dann füllen wir da sowas aus. Genau, da füllen wir unser Designer-Briefing aus. Also das ist quasi so ein PDF-Dokument mehr oder weniger, das dann quasi an bestimmten Punkten, zum Beispiel, wie heißt das Set, wie ist der Arbeitstitel, wann ist die Deadline, also die Deadline für den Entwickler, weil wir haben so eine ungefähre Vorstellung, wann wir das in den Verkauf geben wollen. Ja. Und entsprechend vorher muss dann die Deadline für den Entwickler sein. Wie viele Teile soll es ungefähr haben? Was soll es ungefähr im Verkauf dann kosten? Ist es ein Pro? Ist es ein Special? Ist es was ganz was anderes? Was für Steine haben wir? Informationen zur Zielgruppe, wie die Bauschwierigkeit sein soll, also eher herausfordernd oder für Kinder halt einfach. Dann gibt es eine Beschreibung. Ne? Das ist hier unten ein ganz kleines Feld. Das wird dann natürlich wesentlich größer während dem Ausfüllen. Da schreiben wir dann genau rein, was wir uns vorstellen. Also zum Beispiel, wir hätten gerne eine moderne Motorjacht. Ja. Die soll ungefähr einer Motorjacht in der Größenordnung, sag ich mal, was wird das Ding haben im Original, 15, 20 Meter entsprechen oder irgend sowas, schreiben wir da halt rein. Und dann wird beschrieben, ist es eine, die komplett geschlossen ist? Ist es irgendwie eine, die offen ist? Ist es irgendwie was Supermodernes, wo irgendwie gar nichts mehr zu sehen ist oder sonst irgendwas? Ja. Da gibt es ja auch Vertreter dieser Gattung. Das kriegt der Designer so mehr oder weniger, die Rahmenbedingungen kriegt er so mehr oder weniger vorgegeben. Dann haben wir Acceptance Criteria, das bedeutet also Punkte, die erfüllt sein müssen, damit das akzeptiert wird. Wenn die halt nicht matchen, und dann müssen wir nochmal ran. Ja. Dann haben wir Quality Objectives, das heißt Stabilität, Funktionalität, Bespielbarkeit, Vorlagentreue und Motorisierung. Das gibt es dann halt in Low, Middle und High, also was die Priorisierung angeht, wie wichtig das ist. Zum Beispiel ist es bei einem Set für Kinder, sag ich mal, jetzt nicht so wichtig, dass das vorlagentreu ist, wie zum Beispiel bei einer Eisenbahn, die sich halt an erwachsene Eisenbahnfans richtet. Da ist die Vorlagentreue halt wichtiger. Und hier auf der Rückseite haben wir dann die Möglichkeit, noch Bilder einzufügen. Ja, also das dient so als Moodboard mehr oder weniger, um dem Designer nicht zu zeigen, guck mal, das will ich haben, so muss es aussehen, sondern um die Stimmung zu vermitteln. Um mir meine Richtung zu geben. Wenn wir jetzt eben so eine moderne Motorjacht halt haben oder hier die Windmühle beispielsweise, würden wir jetzt uns Bilder und Ähnlichem von Windmühlen raussuchen und ihm sagen, hier, guck mal, so sehen die Dinge aus, das wollen wir haben, das stellen wir uns vor, bitte mach was in dem Stil. Oder wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Gruselgebäude machen würdest oder so, oder würdest du da halt Bilder so mit bisschen Nebel und Friedhof. Ja, wenn du zum Beispiel ein Gruselgebäude hast, dann machst du vielleicht das Bild von der Adams Family. Ja, zum Beispiel. Oder sowas. Damit der Designer halt weiß, okay, das ist so die Stimmung mehr oder weniger, die du damit erzeugen möchtest. Und dann ganz unten gibt es noch die Möglichkeit, Links einzufügen, wo man dann halt praktisch dem Designer sagt, guck mal hier, so in der Art, halt anders, aber so in der Art. Das ist dann zum Beispiel wichtig, wenn wir halt sowas machen. Weil bei Lizenzen ist es ja immer so eine Sache.
Wir kriegen natürlich Material vom Lizenzgeber häufig, was das angeht, was uns bei der Recherche halt hilft. Manchmal ist das Material gut, manchmal ist es weniger zu gebrauchen, sage ich jetzt mal so. Das kommt halt immer auch darauf an, was die in ihren eigenen Archiven so haben. Gerade bei sowas wie TOS oder so. Die Serie war ja damals ein Flop. Das meiste ist kaputt gemacht worden und so. Und selbst bei denen ist im Archiv nicht mehr viel übergeblieben. Aber da gibt es ja zum Beispiel dann auch Möglichkeiten, vielleicht eine Fanseite oder sowas einzubauen, die inzwischen sehr gut sind. Ihr kennt diese Fandom-Wikis und so, die teilweise... richtig gut sind, da was die Informationen darf man angeht. Sich natürlich nicht sklavisch dran halten. Richtig, da muss man immer überprüfen, ob auch die nicht Mist bauen, aber manchmal helfen die halt auch. Ja. Und im Zweifelsfall hilft natürlich bei sowas auch einfach Serie schauen. Richtig, und das wollte ich gerade sagen. Wir haben uns tatsächlich, und insbesondere du, weil du ja Projektgruppenleiter bist bei Stargate und bei Star Trek, Niklas hat tatsächlich da gesessen und hat sich auf der Arbeit, während der Arbeitszeit, Serienfolgen angeguckt. Ja, wenn wir zum Beispiel wissen wollten, das Shuttle, wie gehen denn da die Türen auf? Oder hat es jetzt an der Stelle diesen Print? Oder sitzt der Computer da innen drin jetzt links oder rechts? Ja. Und dann setzt sich Niklas hin und guckt sich die Serienfolge, von der er glaubt, da sieht man es am ehesten, die guckt er sich an und dann wird dann wirklich auch zurückgespult und 25 Mal geguckt, ob das auch die richtige Stelle ist. Also da wird wirklich Für die Überarbeitung von dem Set habe ich mir... Ich weiß nicht, wie oft die Folge, die auch einen sehr dämlichen Namen hatte, Bruchlandung auf Galileo 7. Ist das die, wo sie auf, ich glaube, so heißt sie, auf Saffron Cochrane treffen? Nein, da stürzen sie einfach mit dem Shuttle ab. Und ich meine, die heißt im Deutschen Bruchlandung auf Galileo 7, was keinen Sinn macht, weil sie stürzen mit Galileo 7 ab. Das ist das Shuttle. Oh. Es ergibt keinen Sinn im Deutschen. Aber gut, ich weiß nicht, wie oft ich diese Folge gesehen habe, weil es halt eine Folge ist, wo man sehr viel vom Shuttle-Innenraum, vom Äußeren sieht, wo sie anfangen, Dinge zu reparieren. Das heißt, da öffnen sie auch mal ein paar Klappen und ähnliches. Das habe ich dann entsprechend sehr viel gemacht und mir natürlich auch 1000 Bilder reingezogen, die man im Internet findet. Und es hat sich gelohnt. Lizenzgeber. Es hat sich gelohnt. Also das Redesign ist famos. Trifft es nicht ansatzweise, es ist grandios geworden. Ein großes Lob an Niklas. Super recherchiert, super gemacht. Absolut klasse. Da gibt es auch noch ein Video zu. Ja. Genauso verhält sich es natürlich bei allen anderen Lizenzsets. Zum Beispiel, da bist dann du eher der Experte gewesen. Ja, ich will nicht wissen, wie oft hast du dir den Film angeguckt? Also ich habe mir den Film tatsächlich dann noch mal einmal angeschaut, aber auch den zweiten Teil. Es soll noch mehr Filme geben, aber die habe ich erfolgreich verdrängt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare zu dem Thema. Es gibt zumindest noch einen weiteren Film, der aus der, ähnliches Produktionsjahr, ich glaube, das war 92 oder so, als der gedreht wurde. Das wäre der dritte Film. Habt ihr Bock? Habt ihr Interesse? Möchtet ihr, Modelle aus dem dritten Film haben? Oder sagt ihr, es gibt keinen dritten Film? Es gab dann irgendwann nochmal einer aus jüngerer Vergangenheit, aber ich glaube, den vergessen wir lieber alle. Ja. Wie auch immer, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Interessiert uns, wir haben die Lizenz. Wenn ihr das haben wollt, machen wir euch das. Ne? Aber müssen wir halt wissen. Zurück zum Thema. Hier ist es natürlich genauso. Wir gucken uns das an. Es gibt den berühmt-berüchtigten Werbespot zum Beispiel aus dem 87er Kinofilm, wo es dann heißt, Size Does Matter, und dann läuft der Dino durch die Stadt und so und sieht dann auch dieses Auto. Wir haben uns die Szenen angeguckt, wo die Bodyguard-Gang quasi bei diesen Straßenunruhen vor diesen Geschäften stehen und die Autos da stehen. Ich habe zum Beispiel mir das Spiel auch angeguckt. Da gibt es nämlich an einer Stelle das jüngst erschienene Spiel. Auch das können gute Referenzmöglichkeiten sein, wenn sie entsprechend von Lizenzgebern auch abgesegnet sind. Fantastisch. Du kannst in diesem Spiel um das Auto rumlaufen, kannst es dir angucken. Das haben wir also auch gemacht. Also das sind lauter solche Dinge, die wir mit haben einfließen lassen, um das Auto so gut wie es eben geht zu treffen. Und am Ende sitzt immer noch der Lizenzgeber, und das ist jetzt, damit gebe ich wieder ab an dich. Wir boxen das nicht durch, das können wir gar nicht. Am Ende sitzt oben immer noch jemand von MGM in dem Fall. MGM ist es, glaube ich. MGM. Mhm. Ne? Die das nochmal abnehmen. Es gibt da einen Approval-Prozess, durch den wir durchmessen, und die haben bei allem den Daumen drauf. Die sagen, der Print ist okay oder ist nicht okay. Die sagen uns dann auch, wie es auszusehen hat, ob die Farbe in Ordnung ist. Also das... natürlich der Lizenzgeber drauf und meckert dann auch an Sachen rum, wenn wir hier auf dem Stargate ein Symbol verdreht haben. Tatsächlich, ja. Das ist uns tatsächlich passiert. Ja. Das hat von uns keiner gesehen, hat der Lizenzgeber aber gesehen und hat sofort gesagt, also Leute, das geht nicht, das müsst ihr richtig drehen. Ja. Also
Das sieht man auch mal, wie kleinteilig das auch wirklich ist. Also die gucken sich von diesem Minitor, und das ist nur so groß, und die Symbole da drauf, die sind halt wirklich nur so groß, und es ist denen aufgefallen. Das Referenzmaterial, was ich hatte, war halt einfach nicht richtig. Ja? Und die haben uns dann Referenzmaterial geschickt, auf das wir bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar keinen Zugriff hatten. Ich glaube, ja. Ja, also, ja, doch, genau. Und die haben dann nämlich nochmal was nachgeschickt, was korrekt war. Die hatten uns, also das andere war auch von denen, aber war scheinbar eine fehlerhafte Grafik. Wo sie die her hatten, wissen wir auch nicht. An die haben wir uns dann halt gehalten. Da könnt ihr auch sehen, was bei der Recherche nämlich passieren kann. Es kann auch mal daneben gehen. Also du kriegst dann Zugriff auf ein Archiv. Ich sag's nur mal, das ist so eine Webseite, so ein Webinterface, wo man sich einloggen kann. Die Zugangsdaten kriegst du als Lizenznehmer, und dann kannst du in diesem Archiv mehr oder weniger kriegst du Ordner freigegeben, wo halt Referenzen drin sein. Das können Produktionsfotos sein, das können Poster, Filmplakate oder sonst irgendwas sein. Und das können auch Renderings der Schiffe oder sowas sein oder jetzt hier von irgendwelchen anderen Sachen. Genau. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was da drin sein kann. Aber auch bei denen kann es eben passieren, dass da Bilder dann zwischen sind, die auch mal von denen für Werbezwecke oder so in Auftrag gegeben worden sind und gar nicht so korrekt sind. Richtig. Im Zweifelsfall hilft es meistens, sich einfach nochmal wirklich den Film oder die Serie anzugucken. Genau. In dem Fall. Das ist immer die beste Referenz, die man haben kann. Aber um nochmal einen Schwenk zu machen, es gibt ja nicht nur Sachen, die Richtig, Vorlagen genau. haben. Das war jetzt die Lizenzgeschichte. Wir haben zum Beispiel ja eben auch hier unsere Windmühle. Und ich hoffe, dass ich sie nicht zu sehr malträtiert habe, als ich sie hingestellt habe. Malträtiert? Ja, ich weiß auch nicht. Die stand da hinten in der Ecke, und irgendwie habe ich das Gefühl, die hat sich so ein bisschen gelöst. Ich weiß nicht, ob da mal einer gegengelaufen ist oder so. Ja, die steht schon eine Weile hier im Studio. Ja. Es könnte eventuell sein, dass also, da mal irgendjemand... Falls ihr irgendwas seht, ich muss sie hier nach auf jeden Fall wieder mal ein bisschen... ich weiß nicht, was damit passiert ist. Aber zum Beispiel hier ist es so, das haben wir von einem Designer machen lassen, der tatsächlich in den Niederlanden wohnt. Das ist eine holländische Windmühle. Genau, eine holländische Windmühle. Und die hat unser Jori gemacht. Und der zum Beispiel, den haben wir halt gefragt, sag mal, willst du das machen? Ich meine, der sitzt mehr oder weniger an der Quelle, und er hat dann selber gesagt, ja, ich wohne gar nicht weit weg von so einer, und ist da hingefahren. Ja. Der ist da hingefahren und hat sich das Ding angeguckt. Und wenn das natürlich geht, weil es wirklich um die Ecke ist oder so, machen wir das auch. Ja. Beziehungsweise unsere Designer oder auch eben wir in der Produktentwicklung, wenn wir irgendwas brauchen, dann nehmen wir auch die Möglichkeit und fahren dann dahin und gucken uns das an. Oder, so wie beim Mainzer Dom zum Beispiel, da haben wir es ja auch gemacht. Ne? Zum Beispiel. Da gibt's sogar ein Video davon. Ja, genau. So, und das ist natürlich dann auch immer so eine Sache. Jetzt ist das ja jetzt nicht, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir wollen diese eine Windmühle, die an der Stelle irgendwo in Holland rumsteht. Nein, es ging nur darum, aber wie gesagt, er hatte halt eine vor Ort stehen und konnte sich genau angucken, wie die denn aufgebaut sind. Also er wird ja quasi von außen doppelt recherchiert sogar, ne? Weil wir gucken einmal, was könnten wir denn da haben wollen und was haben wir da oder was geht. Und schreiben wir eben dieses Designbriefing, geben das an den Designer, der recherchiert ja dann auch nochmal, der verlässt sich ja nicht nur auf das, was wir ihm sagen. Und dann kommt es zu uns, und dann vergleichen wir das mit unserer Recherche. Also da sind so viele Überprüfungsprozesse drin, mehr oder weniger, gerade bei den Lizenzsachen, aber auch bei den normalen Specials, wo wir sicher gehen wollen, dass das halt aussieht wie das Original. Ja, und dann kommt es halt drauf an, wie lässt sich das mit Normstein umsetzen. Und dann ist ja auch noch immer die Sache, das kommt ja auch immer drauf an, was man macht. Wir haben unsere Mittelalter-Serie, Burg Blaustein und so weiter, wo unser Martin immer sehr darauf geachtet hat, dass es auch historisch korrekt ist, was er da tut. Also der hat ja wirklich geguckt, dass er das teilweise mit Noppenstein so umsetzt, wie sie damals gebaut haben, obwohl es jetzt für die reine Konstruktion an einigen Punkten vollkommen unnötig gewesen wäre, es so zu bauen. Aber weil er gesagt hat, okay, aber früher haben die das so gemacht. Und das ist dann ja auch noch eine Sache, wo wir dann teilweise auch recherchieren müssen, wenn wir sowas machen wollen. Ist das okay, so? Wie war denn das früher? Ja. Und da kommt man natürlich dann auch manchmal in Teufelsküche, weil... Es gibt zu einigen Punkten gibt's einfach 10 Varianten, die ihr dann irgendwo findet. Und dann müsst ihr erstmal gucken, ob das wirklich vernünftige Quellen sind. Findet man Sachen aus einem Museum? Hat man was in der Nähe, wo man mal hinfahren kann und so? Das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, haben die Fenster damals jetzt schon diese Form gehabt oder hatten sie diese Bögen erst in der und der Epoche? Der Rest der Burg ist aber aus der Zeit. Und haben die damals mit Stroh und Lehm gearbeitet oder hatten die schon irgendwas anderes in der anderen Farbe? Da ist unser Marco, ist da auch als Mittelalter-Fan, der ist da auch hinterher. Also,
wollen wir machen? Also was soll es denn am Ende überhaupt werden? Hat es ein Vorbild, hat es eine Vorlage? Also kommt es irgendwie aus einer Serie, aus einem Film, jetzt für Lizenzgeschichten oder so? Oder ist es halt einfach, dass wir sagen, hier, wir wollen eine Motorjacht haben, eine moderne? Dann ist natürlich, besteht die Recherche daraus, sich, keine Ahnung, 20, 30 Motorjachten anzugucken, wie die aufgebaut sind, wie die aussehen, so im Groben und Ganzen, und dann eine zu machen, die halt eben alles hat, was so eine Motorjacht auch in der Realität haben würde, und halt eben zu gucken, dass sie dann auch entsprechend aussieht. Oder eben bei anderen Sets wie Mittelalter, das muss absolut korrekt sein. Dann haben wir aber auch unsere Spielsets zum Beispiel für Kinder und so. Es ist dann eigentlich mehr oder weniger wieder wurscht, weil da geht es dann darum, das muss spielbar sein. Genau. Da muss man mit spielen können, da ist das jetzt nicht so wichtig, ob das in der Realität genauso funktionieren würde. Auf gar keinen Fall. Und dann ist auch, was das angeht, die Recherche natürlich eine andere, weil dann guckt man nicht, okay, wie sieht es in der Realität aus und so weiter, sondern dann guckt man eher, okay, wie kannst du damit spielen? Genau, wie kann man am besten damit spielen? Dann ist vielleicht eben dieser Recherchepunkt gar nicht so groß. Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man investiert. Die Gewichtung ist dann halt anders. Ja. Du recherchierst dann, na klar, recherchiert man im Vorhinein, was geht da und was kann man machen. Du guckst selbstverständlich auch, was macht die Konkurrenz. Ne? Das bleibt nicht aus. Machst es dann natürlich nicht nach, sondern machst es anders, machst es besser oder versuchst es besser zu machen. Das ist ja das, was wir immer uns wünschen, dass wir es besser machen als die Konkurrenz. Du guckst halt, was findest du cool und was findest du nicht cool, und dann guckst du, dass du das eine einbaust oder und so. Ich meine, wenn du ein Müllauto machst zum Beispiel, dann guckst du dir auch echte Müllautos an und dann siehst du natürlich, die können das kippen, um den Müll halt eben am Ende rauszunehmen, also das ganze Teil. Und dann sagst du dir natürlich, ja gut, also für ein Kind ist es natürlich auch cool, wenn der Müllwagen kippen kann. Genau. Also versuchst du das einzubauen, weil es ja auch ein Spielfeature ist. Aber es ist jetzt nicht wichtig, weil das in der Realität die Müllwagen auch so haben, sondern es ist in dem Fall wichtig, dass du was cool ist, dass du was damit machen kannst. Dass du was damit machen kannst. Und ich sitze dann, oder beziehungsweise auch die Kollegen, wir sitzen dann tatsächlich da und spielen damit. Ne? Also das ist halt schwierig, sich als jemand, der auf die 50 zugeht, nochmal in die Kindheit zurückzuversetzen und da zu spielen, wie das ein Kind damals gemacht hat. Aber ich versuche das halt so gut, wie es geht, zu machen, die Kollegen auch. Und am Ende kommt dann halt meistens auch was Gutes dabei raus. Und ich denke, wir kriegen das auch ganz gut hin. Das glaube ich, ja. Ich hoffe, wir sind mit unseren Lizenzprodukten, aber auch mit den Nicht-Lizenzprodukten da auf einem guten Weg. Und ich meine auch, dass alles, was hinter uns steht, so ist ja auch ein bunter Mix. Da haben wir eben das Beispiel Mittelalter, worauf geachtet worden ist, dass zum Beispiel oben der Turm nicht zu breit wird, weil er in der Realität sonst nicht halten würde. Wäre jetzt zum Beispiel bei einem Fantasy-Turm, wenn wir den machen würden, völlig egal, weil das ist dann Fantasy und das kann dann auch völlig ausschweifen und völlig überdimensioniert sein. Das wäre egal, aber in dem Fall war das halt das Beispiel, es sollte möglichst realistisch sein. Das ist halt das, wo wir, was ich ja vorhin gesagt habe, mit diesen Prior Quality Objectives, die wir haben, wo du dann halt eben sagst, okay, wir wollen einen Wohnturm haben, der muss aber vorlagentreu sein oder historisch korrekt. Oder aber du sagst, wir wollen einen Wohnturm haben und es ist völlig egal, ob der vorlagentreu ist, und dann kann der Designer halt bei Designer quasi hier alles vorkauen und einschnüren bis zum geht nicht mehr, dass die quasi überhaupt nichts mehr selbst entscheiden dürfen. Bei manchen Sets ist es sogar so, da kommt der Designer von sich aus mit einer Idee, das gibt es tatsächlich, die kommen hier ab und an vorbei mit kistenweise Modellen und stellen uns die auf den Tisch, sagen hier, guckt mal, so geschehen bei der V100, ist das die 100, die große, die Riesenlok? Ja. Ja, die V100, da kam der Matteo, hat das Ding dabei gehabt und hat gesagt, guck mal, was halt er denn davon? Und mir so, und dann wird dann beraten, nehmen wir das nicht. Das durchläuft dann natürlich nochmal unseren Prozess, obwohl er das Modell mehr oder weniger fertig hat, aber wir gucken dann selbst nochmal, wir bauen es auf, Prototyp bestellen und so weiter, das Ganze, ihr kennt das schon, haben wir schon drüber erzählt. Ja. Und am Ende ist das dann etwas, was eben vom Designer kam, wo er dann völlig frei war, das zu machen, also das gibt's auch. Und wenn euch das auch nochmal genauer interessiert, wie das zum Beispiel auch mit der Recherche teilweise bei so realen Gebäuden oder ähnlichem interessiert, könnt ihr euch gerne mal die Videos angucken zu Hohenzollern. Ja. Weil da zeigen wir auch, wie unter anderem damals Martin auch
da war. Ja. Die waren da, haben sich das angeguckt mit Marco und der Prinz hat sie durchgeführt und alles. Und da seht ihr dann auch so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat, eben von der Idee bis zum finalen Produkt. Genau. Da kann man das auch nochmal sehr gut sehen, was so eine Recherche halt ausmacht. Wie gesagt, die waren da und haben sich alles angeguckt, da haben sich genau angeguckt, wie diese Auffahrt verläuft, damit er das nachbauen kann. Und das so. Hat er auch genau so gemacht. Also Richtig. Die Auffahrt dieser Burg ist genau so, wie die in unserem Modell umgesetzt wird. Das war Marco. Martin, ganz besonders wichtig. Das ist, ich weiß noch, er hat wochenlang hat er damit verbracht, diese Auffahrt nachzubauen und musste dann alles wieder umbauen und ach, das geht so nicht und wieder umbauen und hinterher, bis er das dann tatsächlich so hingekriegt hat, wie es jetzt im fertigen Produkt ist. Das war ein Riesenthema, die Auffahrt. Und ihr könnt euch denken, für eine Bärenfelsburg wäre so ein Aufwand nie nötig gewesen, weil da geht es um Spielbarkeit. Da wird aber auch recherchiert. Natürlich wird da recherchiert, also, aber da geht es zum Beispiel nicht darum, dass das historisch alles korrekt ist, was wir da bauen. So ein bisschen. Da steht, soweit es geht, aber da steht der Spielwert eben wesentlich mehr im Vordergrund. Genau. Das ist viel wichtiger, dass man damit spielen kann, als dass es jetzt absolut historisch korrekt ist. Ja. Und dann sagt man auch, okay, dann nehmen wir den Einschnitt mal hin. Okay, das war in der Realität früher nicht so, aber es ist ein geiles Spiel. Ja. Genau. Und da ist dann auch dann der Marco wieder mit okay rein, wenn wir ihm sagen, aber guck mal, er kommt dann immer so, das ist aber nicht heraldisch. Heraldisch, Marco. und es war ein Insider. Und wenn wir ihm dann aber erklären, warum wir das gemacht haben oder warum wir es gerne machen würden, sagen wir es mal so, und dann ist er da meistens fein und sagt, okay, dann machen wir es so, ist cool. Für das Kind ist das so viel schöner und dafür ist es ja dann auch gedacht. Soll ja am Ende soll ja die Zielgruppe, also für die, die wir es machen, die sollen sich darüber freuen und die sollen Spaß damit haben. Ja. Und darum geht es eigentlich. Und die eine will halt Vorlagentreue und die andere will halt eher spielen und dementsprechend ist das mit der Recherche halt immer anders. Wie die Sets, die sind auch immer anders. Ja, genau. Die sind eigentlich auch immer anders. So. Ich glaube, damit haben wir euch hoffentlich erzählt, wie wir das bei der Recherche machen. Mal einen schönen Einblick verschafft. Darum geht es ja in unseren Entwickler-Talks. Schreibt uns vielleicht gerne mal, was euch noch so interessieren würde. Also wenn ihr irgendwie sagt, so, ja, aber wie macht ihr das denn eigentlich so in der Mittagspause oder so? Wo macht ihr die? Essen. Wie macht ihr die? Mit wem macht ihr die? Wir verbringen auch die Mittagspause miteinander und nicht nur die. Es gibt auch Konstellationen, wo wir uns nach der Arbeit treffen. Also wir haben eigentlich, das ist hier alles sehr familiär. Also wir sitzen uns auch nach der Arbeit auf der Pelle und spielen zum Beispiel Tabletop-Rollenspiele zusammen oder sowas. Ja. Also wenn ihr das wissen wollt, fragt, schreibt es gerne in die Kommentare, fragt gerne nach. Also wir sind da für alles offen. Genau. Jo. In diesem Sinne. Dann würde ich sagen, war es das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. So, ich muss es aufbauen. Das muss ich aufbauen. Ich bleib bei Robocop. Ja, bleib du mal bei Robocop. Ich nehme das. Das Stargate ist nicht so meins. Das da, ja, das aber Robocop.